Okay. Am Beginn deiner Karriere ist es vielleicht nicht dein Hauptziel, zum GOAT zu werden, aber behalte deine GOAT-Bilanz immer im Blick. Na klar. Das ist das Wichtigste. So. Jetzt, Leute. Mehr Hype kann ich nicht erzeugen. Flynn vs. LeBlanc 3. Alright, so here she is, ladies and gentlemen. Nice pop from the crowd. And let's start with her wrestling, Joe Rogan. Truly high level, bordering on world class. Vanessa LeBlanc MMA auf Twitter schreiben, dass sie scheiße ist. In this particular matchup, not just good at getting fighters Grapplerin, starke Takedowns, ja, das weiß ich, hat in ihrer Karriere viel Kämpfe verloren. Toll, davon kann ich mir nichts kaufen. Sie stand letztes Mal 5-4, ne? Nach dem Sieg gegen mich stand sie logischerweise 6-4. Mal gucken, was sich noch an bei ihr geändert hat. Very good takedowns, very good takedown defense as well. So if she gets the better of the stand-up, she ja, may decide to use her wrestling. Schon auch ein bisschen Gänsehaut. Also wir haben jetzt schon echt einen Hype erzeugt auf den Kampf, Mann. So with much fanfare, she makes her way to the octagon here tonight. This is a rivalry rematch of the highest order. Rivalry rematch, man. The first time these two fighters fought, but both fighters pretty dismissive of that as a context for what could happen here tonight. So let's see which fighter has made the proper adjustments. Let's see which fighter has auch starke Takedowns. Improved the most. And who can get the finality and the closure that they are looking for here tonight. This girl has excellent footwork. She is very difficult to get a hold of, very difficult to keep up against the cage, and her footwork, both moving in and out and side to side, are outstanding. She's very difficult to catch cleanly and excellent at closing the distance. Die einzige, gegen die wir je verloren haben, Mann. Und das jetzt keine Schlacht wird, weiß ich auch nicht. Both fighters are 23 years old. With the same height and some differences in reach. Here's Bruce Buffer. Popcorn ist bereit. Da habe ich Bock drauf. Bin mit Buddha. Oh wow, das war ihr einziger Kampf seitdem. Hat immer noch eine 6-4 Statistik. Hauptsache, die kommt auch aus Las Vegas. This woman is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 11 wins, 1 loss. She stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 133 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, lights out! Oh, wir nehmen den Hype nochmal mit, Mann! Kleine Spende, die in das Oktagon geworfen wird. Da werfen wir den Fünfer in den Oktagon. Danke dir, mein Lieber. Okay, let's go. Ich werde die jetzt aus dem Leben nehmen, Mann. Sonst, nein, die kriegt keine Faust von mir. Verpiss dich. Wenn die jetzt sofort wieder zum Takedown-Ansatz, raste ich aus, ey. They don't like each other, da hast du wohl recht. Ha! Takedowns habe ich trainiert, du Bitch! Ja, trainiert habe ich, damit du mich nicht nochmal zu Boden bringst. Ich habe mein Training genau richtig gemacht. Certainly something her opponent has got to be mindful of here as this fight gets started tonight. Nice 1-2 there. Oh! The left hook hits home. For a single. First takedown attempt is there. Oh, ich breche einfach ihren scheiß Arm. Wenn die schon nicht liegen bleibt, aus mir nicht erklärlichen Gründen, obwohl ich sie übelst kaputt mache. Oh, ich schwöre dir, ich breche dir den Arm. Ich breche dir den Arm, Leute. Komm schon, komm schon. Scheiße. And she's out. She gets out. She's in full guard now. Just over 2 minutes to go in round one. Ja. Oh,
And now she's stacking her. And she gets back up again. Nice job to post the hand and get upright. Also dieser Uppercut, den ich hier gerade verpasst habe, Mann. Einfach so lecker. How about that chin? Oh, spinning back fist. Level change there. Well, she got kicked flush to the body there, Joe, right underneath her. Das ist schon wieder, so ein guter Kampf, ne? But it almost looks as though she's moving right into it. So until she makes the adjustments, Bosskämpfe, ne? Wow, sind die sick. Nix gibt's, man, nix gibt's. Oh, nice job working hard, posting and getting back up. Good punch. Hard shots landing on both sides here. Oh yes, der war gut. Da will sie schon wieder grappeln, Mann. Dieses Miststück. She blocks that offense, Joe. Shit. Oh, there it is. Okay, ist gleich wieder vorbei. Changes her stance yet again. That hard sound speed. Oh Leute, was geht ab, Mann? Was ist das für ein Kampf schon wieder? Oh. Mein Herz, bei diesem einen Niederschlag, ne, da hat sich mein kompletter Körper zusammengezogen, weil er so sick war. Oh, da seid ihr auch schön ausgerastet, ja, sehr gut. Alter, hier, bei dem Ding, da bin ich richtig zusammengezuckt, ne. Hier der Uppercut, bam. Mit diesem Ding haben wir Ed Sheeran aus dem Leben genommen. Aber sie steht wieder auf. And let's look at that again. Ich würde auch sagen, dass die Runde an mich geht. Aber die erste Runde ging beim letzten Mal auch an mich und danach haben wir es verkackt noch irgendwie. Arr. Second round underway. Oh, this could be it right here. Oh, ich krieg sie nicht down, Mann. Crossbreed MMA, ladies and gentlemen, one of the better wrestling gyms in all of the United States. You know how hard wrestling a skill is to maintain, and perhaps nobody, at least during training. Boah, macht das Spiel gerade aktuell Spaß? Das gibt's nicht. Was für eine geile Karriere, ey. This could be it. This could be it. Leider nicht, Mann. Takedown defense all the way. Oh, she lands another strike to the body, Joe. She's real. Ich hab ein Stück vom Controller verloren, warte mal. Huch, ich bin ein bisschen, aufgeregt. Boah, mach die kaputt, die Alte. Wie sie's nicht interessiert. Boah, ich hab Takedown Defense Ball. Wie sie so eine Spinning Backfist, wenn die gerockt ist, nicht interessiert, man. Aber warum? Back up again. Oh! Huge shot there, lands flush. Big uppercut to the head. Scheiße. Huge takedown. Gott sei Dank. And she's back up again, so the takedown. Nicht nur du, ey. So of the get-ups. Connects there with the punch. Ja, ich rutsche so am Controller ab, dass ich ihn halb rausreiße. And just misses with that big right hand. Oh, das kann doch nicht sein. Die am struggeln ist, die Alte. Oh, very nice. She blocked the punch. All of those are blocked. She got cracked in the head. Schon wieder, ey. Das gibt's. Fall endlich um. Fall end. What? Rolling Lieber, Leute. Rolling Lieber jetzt. Scheiße. She moves into the back mount. Big shot. Hip escape. Gets out of the full mount. That bruising on her torso is getting a lot worse. She's inside control. She moves to half guard. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Oh, and she's back up again. Oh! Hey. This could be it right here. Oh! Es kann nicht sein, Mann, es kann nicht sein. She threw a large volume of strikes all night long and this bomb finally lands for the knockout.
Yeah, Joe, that'll get the crowd on its feet. A near perfect land to end the fight for her here tonight. Just the way she drew it up, she had her focus on the knockout, and that's exactly the way this fight ends. I'm not even sure the opponent saw the shot up coming. They Kopf. Oftentimes say it's Boom. The shot you don't see coming that spells your fate, and that certainly spelled her fate here tonight. And there she is after the massive knockout. That is one they will be talking about for quite some time. Oh, it did it, Leute. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 14 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout. All right, so she begins to celebrate with her coaches after getting it done in this rivalry rematch here tonight. There was die Alte war ein richtig lebender Tank, man, das kannst du aber glauben. Und für alle, die Delay haben, drückt man zwischendurch F5. Das ist ganz normal bei Streams. And she is the clear winner here tonight. Congratulations, Arnold. Ah, das war sick. Das war so sick. Die hat so viel Genaues erhalten, ne? Dass ich die tatsächlich noch down kriege, hätte ich nicht für möglich gehalten. Was ein Kampf! Das war ein hartes Stück Arbeit, oder? Boah, die ist umgefallen, als wäre sie tot. Das hat sie auch nicht anders verdient. Ah, das war so ein geiler